Es ist Zeit für den Start des Qualifyings in den USA. Willkommen auf dem Circuit of the Americas in Austin. Austin ist eine relativ neue Strecke im Rennkalender. Es gab bislang nur wenige Gewinner, also konnte noch niemand der Strecke seinen Stempel wirklich aufdrücken. Es gibt also keinen Fahrer, der hier garantiert dominieren wird. In diesem Jahr gibt es so viele Fahrer, die es im heutigen Qualifying auf die Pole Position schaffen könnten, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 4 oder 5 von ihnen werden könnte. Es bleibt also spannend. Wer hat denn hier nur gewonnen? Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Ich glaube, hier haben nur 2 Fahrer gewonnen. Alles klar. Jemals in der Geschichte, ich glaube, das ist Hamilton. Ich glaube, der hat die meisten Rennsiege. Ich glaube, 3 hat er mittlerweile hier gefeiert. Und Sebastian Vettel, ich glaube, der hat hier einen gefeiert. Ich glaube, sonst gab es hier noch keinen anderen Sieger. Schumacher ist, glaube ich, hier gar nicht mehr gefahren. Doch, Schumacher müsste ja auch gefahren sein, 2010. Ja, genau, 2010 im schlechten. Oder 2011, 2012, auf jeden Fall ist er auch schon gefahren. War 2012. Das war, glaube ich, die schlechteste Saison von Mercedes. Da ist er hier auf jeden Fall gefahren. Aber ich glaube, die beiden gibt es hier nur als Gewinner. Und Hamilton hat, glaube ich, die meisten Rennsiege. Hier, Rosberg hat, glaube ich, auch noch keinen. Von Alonso brauchen wir gar nicht erst reden im Ferrari. Der hat ja sowieso nicht viel gerissen, liegt aber mehr Material. Sauber und gleichmäßig beim Herausfahren bitte. Der Grip muss bis zur schnellen Runde halten. Mach Platz und achte auf den Verkehr hinter dir. Will ich nicht sagen, aber die Options, die fühlen sich ja mal göttlich an. Wir sind natürlich auch im Training nur die Primes gefahren. Und nicht die Options, aber das ist jemand schon vorausgerechnet. Die sollen ja 1,4 Sekunden schneller sein, das ist bei mir grundsätzlich 1,8. Und aus dem kriege ich wirklich das letzte i-Tüpfelchen raus. Gequetscht. Okay, 7. Gang und der ist jetzt gleichzeitig. Ja, Themen habe ich eigentlich durch Rüdiger Grube bekommen. Er hat mal ein interessantes Thema, beziehungsweise er hat mal einen interessanten Kommentar unter Japan Rennen geschrieben. Da könnten wir mal so ein bisschen drauf eingehen, vielleicht könnten wir sogar ganz ein bisschen ausweiten. Zumal das passt auch so ein bisschen sein Kommentar, aber das werden wir dann wahrscheinlich erstmal in der Boxengasse machen. Das Ziel vom Team hier, 6. Nein. Also mein Ziel ist Q3. Das auf jeden Fall, also Q3 ist schon Pflicht. Mit 8, 9 oder 10 wäre ich schon zufrieden. Okay, was bringt hier Fett? 4 Zehntel? 4, 5 Zehntel maximal, mehr nicht. 1.41.0 war Marcus Ericssons Zeit im Training und die habe ich als Referenz mir gemerkt und die werden wir auch als Referenz gleich sehen, diese 41er Zeit. Also ich denke mal, eine 40 hoch könnte bedeuten ausscheiden oder weiter sein. Okay, da lenke ich zu stark ein. Sektor Bestzeit 26.5. Aber wie gesagt, wir sind im freien Training ja noch nicht auf Fett gefahren. Bei 0 Wolken am Himmel denke ich mal auch ganz klar, dass es hier nicht regnen soll. Ich habe noch nie gesehen, dass gleich gesagt in 15 Minuten stark regnet, obwohl nicht eine Wolke am Himmel ist. Dann frage ich mich, woher soll das kommen? Da muss ja oben Windböden von über 100 Stundenkilometer herrschen, damit ihr erstmal damit man überhaupt sieht. Ich weiß gar nicht, wie weit kann man eigentlich am Himmel, am Horizont gucken? Aber wie weit kann man wirklich gucken? Das würde mich immer interessieren. Also wie viele Kilometer? Wie viele Kilometer kann man hier im Umkreis sehen? Wenn ich nur den Himmel gucke. Im weitesten Punkt. Wie weit ist das? Könnt ihr ja mal recherchieren. Und mal gerne in die Kommentare posten. Also vorsimulieren werden wir hier nicht. Wir werden aber auf Themen eingehen. Da kann ich mal gleich mal mein Handy rauskramen. Ich habe mal mein Handy nach langer Zeit in einer Software Digitalisierung mal durchgezogen. P2, du bist zurzeit auf Platz 2. Nur eine 41,4, das ist schwach. Ricciardo ist aber langsamer gefahren. 41,0 war da der Ericsson im Training. Ich denke, das ist eine. Ja, Perez 41,0. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Okay, der Einzug ins Q3 wird schon schwierig. Das war nochmal 2 Zehntel schneller.
Ich dürfte eigentlich mit dem Reifen nicht nochmal schneller fahren. Rosberg 40-7. Okay, vor Grosjean. Auf jeden Fall ein gutes sein. Aber ich werde versuchen, die Runde vielleicht doch nochmal zu Ende zu fahren. Um mich echt daran zu gewöhnen. Da kann man bei 100 bremsen. Nochmal 14. schneller. Also die zweite Runde ist deutlich besser. Die Kurve kann ich nicht anbremsen. Okay, mit den Options kann ich die Kurve im 6. Gang fahren. Jawohl, 40-45, jawohl. Hat aber gedauert. Hat sehr lange gedauert. Okay, Hamilton und Rosberg sind vorher, glaube ich, 38er Zeiten gefahren. Also vor Perez. Ja, auf den Options läuft's. Und die Qualifying Pace ist bei mir hier auch grundsätzlich immer die bessere als die Rennpace. Haben wir zum Beispiel in Japan wieder gesehen. In Russland war es, glaube ich, ein bisschen umgekehrt. Ne, war es gar nicht. Ich bin ja von dem Williams gestartet. Konnte zwischendurch das Tempo von den Ferraris mitgehen, auch das Tempo von den Mercedes. Da lief das relativ gut. Also mit Japan war ich sehr unzufrieden. Mit Japan war ich wirklich unzufrieden. Und das ist eigentlich selten der Fall, dass ich mit dem Rennen unzufrieden bin. Weil normalerweise, ja, laufen Rennen schon so, wie ich mir das vorstelle. Gut, in Ungarn war eh nur Platz 8 drin und Platz 9 ist es am Ende geworden. Und da ja shit happens, war das dann im Nachhinein. Was mir aufgefallen ist, die Rennen sind viel ruhiger geworden. Also die Highlights sind einfach viel, viel kürzer geworden. Als das wirklich noch der Fall war am Anfang des Displays. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 215 Folgen auf jeden Fall angelangt. Last to First Saison ist eigentlich soweit es geht eigentlich schon jetzt fix. Also die Abstimmung hat ganz klar ergeben, dass ich für Rosberg fahren soll. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Wird eigentlich, wie gesagt, die 6. Saison eigentlich. Es ist nicht die 5. Saison, die Profisaison ist eigentlich die 5. Saison. Die wird auf jeden Fall weitergeführt. Ich kriege da jedes Mal, jeden Tag mindestens einen Kommentar, so nach dem Motto, wann kommt mal wieder Profisaison? Ja, die wird auf jeden Fall kommen und da werden wir auf jeden Fall nochmal so altbewährte Themen ansprechen, wie zum Beispiel der Qualify-Modus, wenn er sich nochmal ändern sollte nach Bahrain. Ich werde ihn boykottieren. Oder ich habe ihn boykottiert, besser gesagt, wenn ihr das hier seht. Und der AXI 1004, er bedankt sich. Und er hat sich bedankt in Japan Rennen, dass ich hier so viel Mühe gebe für die Videos. Eigentlich gebe ich mir für jedes Video so viel Mühe, wie es das, ja, wie das mein Kanal entspricht. Qualität auf YouTube ist einfach mittlerweile das A und O. Ohne Qualität erreicht man nichts mehr und das ist einfach das Wichtigste. Gut, ich habe natürlich auch noch den Vorteil gehabt am Anfang meiner YouTube-Karriere 2012. Da war das jetzt noch nicht so, ja, ausgesättigt. Okay, jetzt gebe ich meinen Teamkollegen die Sekunde drauf. Da bin ich schon mal beruhigt. Das war ja noch nie, das war ja am Anfang nicht so, ja, noch nicht so übersättigt, der ganze Markt, wie das einfach jetzt der Fall ist. Jeder macht ein Let's Play, jeder kann ein Let's Play machen. Ich war letztes Mal bei GameStop und habe da wirklich die Elgato gesehen, die Konsolen, also die Software bzw. das Gerät, wo du einfach mit über Konsolen aufnehmen kannst. Also das ist eigentlich mittlerweile wirklich für jeden frei zugänglich geworden und ja, deswegen gibt es einfach so viele Let's Player oder so viele Möglichkeiten für jeden Let's Player zu machen. Ist aber mittlerweile ein Kostenfaktor, ein sehr großer Kostenfaktor und das wird sich nie ändern. Also es ist kein billiges Hobby, das muss man bewusst sein. Also ich möchte mein PC wieder aufrüsten aus dem ganz einfachen Grund, der wird jetzt echt mittlerweile 3 Jahre alt. Ein Prozessor, der kann immer noch was da reißen. Grafiker, da bin ich schon erweitert, ganz klar, die musste ich auch erweitern. 2016 kommt und wird kommen.
Also insgesamt bin ich in den PC schon wirklich ordentlich was reingeschickt. Also in den 3 Jahren sind da jetzt schon mal gute knapp 2600 Euro geflossen. Also ja, kein billiges Hobby, ein teures Hobby. Gut, es gibt natürlich Hobbys, die weitaus teurer sein könnten. Kartfahren zum Beispiel, es kann auch sehr ins Geld gehen. Wobei jedes Hobby ist irgendwo, ja, sehr, sehr, sehr geldfressend. Aber dafür geben wirklich die meisten ihr Geld aus für Hobbys. Und in wichtigen Sachen wird wird wenig investiert. Politik ist da zum Beispiel das beste Stichwort. Also die Menschheit gibt meistens das Geld wirklich nur dafür aus, wo. Oder man arbeitet natürlich für Geld. Oder man arbeitet für Geld und gibt es dann auch sich dafür aus, woran man Spaß hat. Ja? Das ist dann einfach so. Und hier sehen wir gerade wieder. Button sehr schön überholt wird von Bottas Ericsson. Ja, der fährt nicht so ganz die Zeiten aus dem Training. Alonso ist dahinter auf Rang 17. Die McLaren hier ist eigentlich eine Strecke, denen er noch nicht sehr entgegenkommt. Vom Chassis hier, Top Speed auf der zweite, auf die zwei langen Geraden, Schatzi und die Gegengerade haben sie nicht. Und sie fahren ja auch nur, oder Alonso fährt nur eine 42.1. Das ist natürlich deutlich zu langsam für liebe NASA. Die Sauber sind sehr enttäuschend die Saison auch gestartet. Wirklich sehr enttäuschend, dass ja, die werden müssen Punkte sammeln. Also es könnte so eine 2014er Saison werden, wo so Thiel und Gutierrez nichts gerissen haben. Und ja, gut, Zahlungsschwierigkeit ist ja das eine Thema. Also ich denke mal, werden wir sauber noch in den nächsten Jahren in der Formel 1 sehen, schwierig. Auf absteigenden Ast mit Manu sind sie auf jeden Fall. Aber da muss man abwarten. Manu hat sich bei Rappel können. Vielleicht schafft das auch sauber. Vielleicht können sie sich auch vielleicht eine Partnerschaft mit Ferrari nochmal vorstellen. Auch wenn das jetzt das Team Haas ist. Wenn Ferrari aber die Option hat, dann sollen sie es auf jeden Fall machen. Dann haben sie noch größere Chancen eigentlich gegen Mercedes. Also, ja, Red Bull hat das Schwesterteam so ein bisschen. Ich habe schon mal gesagt, Toro Rosso. Und Mercedes hat jetzt ein bisschen Manu. Und Ferrari hat Haas. Obwohl es Haas nicht zugeben möchte. Und vielleicht kann Ferrari sogar noch mit Sauber vielleicht eine kleine Finanzspritze geben. Obwohl in dem Sinne Finanzspritze gibt es ja eigentlich nicht. Lotus war ja noch schlimmer dran in Sachen Zahlungen. Da ging es ja wirklich so weit, dass die Autos beschlagnahmt wurden. In Belgien zum Beispiel wird das sehr gerne. Ist das gängige Praxis mittlerweile bei denen geworden. Oder dort ist es gängige Praxis, weil das dort am leichtesten vom Gesetzgeber möglich ist. Ja, also Lotus hätten wir, glaube ich, 2016 spätestens, obwohl 2017 muss ich ja sagen, spätestens nicht mehr gesehen. Da soll der große Umschwung kommen mit der Aerodynamik. Erst hieß es 5 Sekunden schneller, jetzt sind wir bei 3 Sekunden schneller. Und am Ende, wie man eigentlich davon ausgehen kann, die fahren auch irgendwann ohne Sprit, auch mal interessant. Und am Ende wissen wir doch ganz genau, worauf das hinausläuft. Es ändert sich nichts. Zumal auch das neue Qualifying-Konzept einfach daran gescheitert ist, weil Bernie Ecclestone und die FIA einfach ihren Kopf durchgesetzt haben. Aber da haben auch Sponsoren, einfach Sponsoren, noch Mitspracherecht. Also, ja, das ist schon brutal. Die Sponsoren haben Mitspracherecht, wie das Qualifying ablaufen soll. Das ist in meinen Augen so ein bisschen verkehrt. Klar, die Sponsoren zahlen einen Haufen Geld dafür, dass quasi deren Werbung auf die Autos draufgeklatscht werden. Da könnte man schon argumentieren, dass die natürlich ein bisschen Mitspracherecht haben. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite warum? Warum ist es ein Sponsor wichtig, dass wir dieses Qualifying-Format jetzt noch weiterhin sehen? Warum? Also ich, in meinem Teil, dieses Qualifying-Modus ist für mich komplett, ja, hinristig gewesen. Der DTM hat man das teilweise auch gerne mit einem Q4. Da hat man es aber wenigstens spannend gehalten. Im DTM ist es ja mittlerweile so, dass man wirklich zwei Rennen führt. Man hat nur, ich glaube, 4 frische Reifensätze. Fürs gesamte Wochenende, da heißt es eigentlich sogar noch mehr sparen, aber du merkst es einfach nicht durch dieses Konzept mit den 2 Rennen, merkst du einfach nicht, dass sie wirklich sparen. Und trotzdem fahren die in meinen Augen noch sehr am Limit. Dann gibt es auch noch von einigen, die behaupten, ja, ob die Autos jetzt 3 Sekunden schneller sind, das sieht man optisch am Fernseher nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir fahren hier in der Cockpit-Perspektive, nicht in der TV-Kamera, und wenn ich wirklich mit jemandem mit der Onboard mitfahre, dann sehe ich das schon augenscheinlich, ob der 3 Sekunden schneller ist oder nicht. Klar, in der Außenkamera, da sieht man es weniger als zum Beispiel in der TV-Kamera, die quasi auch Onboard-Kamera. Aber mit dem Onboard fährst du mit und in der Außenkamera, da wirkt das immer ein bisschen anders. Da siehst du es vielleicht wirklich nicht optisch.
Die Frage ist, was will auch FIA, die FIA und Ericsson eigentlich erreichen, dass sie dieses Qualifying-System so gnadenlos durchboxen wollen? Da fällt mir eigentlich nicht viel ein, nur dass sie quasi ihre Macht nochmal ausspielen wollen. John Todd auch nicht wirklich so, der wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Da war Max Mosley so ein bisschen mehr an der Öffentlichkeit. John Todd hält sich da sehr zurück, was ich eigentlich so ein bisschen schade finde. Und der Rüdiger Grupp hat eigentlich mal jetzt, da wir gerade bei Benny Beckel, Bernie Ecclestone und Ecclestone sind, falls er hat einfach mal einen Raum gestellt, was ist, wenn der Ben Ecclestone die Formel 1 wirklich verkaufen sollte, was wünschst du dir von ihm und was glaubst du, kann er wirklich einführen? Zum Beispiel, welche Strecken wünschst du dir, das habe ich schon mal gesagt, oder welche Autokonzerne sollten in die Formel 1 einsteigen, etc. Vielleicht kann ich damit etwas anfangen. Autokonzerne sind ja hauptsächlich darauf bezieht, Profit zu schlagen. Und es muss einen entscheidenden Grund geben, marketingtechnisch gesehen, für Autokonzerne, warum sie einsteigen sollen. Volkswagen oder auch Audi sind ja zum Beispiel zwei Marken, wo man immer gehört hat, ja, denkt man Einstieg nach, aber im Endeffekt lohnt es sich für die nicht. Also die Kosten sind höher als der wirkliche Effekt. Aber man merkt nicht wirklich diesen großen Effekt, weil zum Beispiel das Problem in der Formel 1 ist ganz einfach, es ist nicht der höchste Motorsport, also nicht der angesehenste Motorsport in den USA, da ist die NASCAR einfach höher angesiedelt. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem, bin nur noch Dritter, so schnell geht das, ist so ein bisschen das Problem, was die Formel 1 hat. Die USA ist ein großer Markt, auch in Sachen Autokonzern. Jetzt findet man aber keine großen Autokonzern da ein, der in den USA zu Hause ist, aber da sieht man auch zum Beispiel dicke Schlitten. Ja, viel Automatikschaltung, das kann ich auch mal dazu erwähnen. Aber das fehlt so ein bisschen. Deswegen ist das ist das große Publikum, was fehlt. Zum Beispiel in Mexiko, das ist komplett anders. Da hat man das ja auch mitbekommen. Man kann es mit den USA und Mexiko vergleichen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, viele Autokonzerne ein kleines Problem. Dieser Markt in den USA, wir können uns dann etablieren, da ist das nicht so populär, da sind andere Rennserien besser vertreten, motorsporttechnisch gesehen. Und das ist ein Problem, was die Formel 1 mittlerweile so an sich gezogen hat. In Zeiten, wo noch Indianapolis stattgefunden hat, da hatten wir noch BMW noch drin. Da war Renault drin, da war McLaren Mercedes als Motorenlieferant drin, da war Ferrari drin, Ford war früher auch noch als Cosworth war früher auch noch drin, Ford, Cosworth, ich glaube selbst Peugeot war mal eine Zeit lang auch nur als Motorenlieferant dabei. Nur mal so, um ein paar Autokonzerne zu nennen. Ich glaube Nissan war nie vertreten, ich glaube, aber irgendwo waren sie auch irgendwann mal vertreten. BMW habe ich angesprochen, Audi, Williams. Gut, Williams ist ja in dem Sinne kein Autokonzern. Auch Williams ist ja eigentlich nur ein privates Team. Williams ist ein Privatteam. Man könnte wirklich meinen, man könnte auch an Williams immer in dem Schnaps denken, zum Beispiel. Der ist nämlich auch Williams. Und Björn und Brand sind wir mal komplett abgedriftet. Eine traurige Leistung von Alonso. Das Team hat auf einen Platz unter den schnellsten 10 gehofft. Doch jetzt ist schon nach den ersten Minuten Schluss. Also sind noch ein paar auf dem Abschluss gefahren, 39,2, aber das ist so nicht das Limit. Daniel Kvyat auf der 16 scheidet aus und das ist gut für mich, das heißt, er muss sich durch das Feld arbeiten. Alonso 17, Nase 18, Stevens und Mehre 19, 20. Das Ziel, was ich ausschreibe, ist Position 8 für das Rennen. Qualifying wahrscheinlich auch. So, den Rüdiger-Kommentar oder Rüdiger-Grube, den Kommentar machen wir gleich weiter. Wir sind nämlich jetzt in Q2. Q2 bedeutet eine schnelle Runde und dann hoffen, dass wir in Q3 weiterkommen. Boah, 11%. Okay, da muss ich es wirklich auf eine Runde belassen. Der ist hoffentlich hinten drin. Gut, würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich 2016 meine Wünsche, könnte ich auch noch mal kurz ansprechen. Wünsche in dem Sinne, gut. Ihr merkt schon, die Themen wiederholen sich. Ich glaube, die Themen wiederholen sich wirklich. Relativ häufig mittlerweile. Aber das ist so zum Beispiel das Problem. Ich möchte jetzt nicht über Terroranschläge reden, über Brüssel. Was man vielleicht noch jetzt ansprechen könnte, ist die EM. Die EM Deutschland. Deutschland hat gegen Italien 4-1 gewonnen. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Aber ich habe das Spiel zwischen Deutschland und England geguckt. Das war
Gut, es sind nur Freundschaftsspiele, deswegen sollte man die in der Regel auch nicht. Deswegen sollte man die nicht überbewerten. Denk daran, die Reifen in der Aufwärmrunde nicht zu überlasten. Sie sollen warm werden, nicht abnutzen. Fahr nach dem Rennstart gleichmäßig und Achtung an den Scheitelpunkten. Mit Mischung 3 erhältst du die beste Motorleistung. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Das Spiel gegen Hamilton habe ich gesehen. Und da haben wir ja 2-0 geführt, am Ende 3-2 kassiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Niederlage, die bringt eigentlich mehr als einen Sieg gegen England. Also England habe ich ganz hoch auf der Rechnung. Da haben sie echt, die haben auch echt gute Tore geschossen. Also das 2-2 war richtig geil. Das war fast nicht, das war nicht zu halten und das war clever auch gespielt. Das, die Idee auch zu einem Torschuss war auch sensationell. Also die muss man auf der Rechnung haben. Von Italien bin ich immer noch sehr enttäuscht. Im Freundschaftsspiel 4-1. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber England habe ich auf der Rechnung. Spanien abwarten. Also, gut, ich bin jetzt da nicht so sehr drin. Frankreich. Gut, man hat gesehen, was Brasilien geleistet hat. In der WM. Die waren ja mal am Arsch der Welt. Von daher sind schon wieder 2 Jahre vorbei. 2014 und die Zeit, die rennt. Die Zeit ist brutal mittlerweile. Okay, die Kurve war gar nichts. Ich glaube, eine 26er Zeit war vorhin bei erster Sektor. Da habe ich durchaus wahrgenommen, dass ich da abgekürzt habe. Aber es hält sich noch in Grenzen. Das könnte durchaus schlimmer sein. Oh, jetzt komme ich hier sehr weit raus. Ja, da muss ich die Lenkung aufmachen. Wenn ich da mehr einlenke, dann kommt mir mal der Wagen komplett entgegen. Ist aber der weitere Weg, hat trotzdem Zeit gekostet. Ich habe auch mal beschrieben, die KI das macht. Die lässt ihre Hinterräder ganz bewusst durchdrehen. Damit sie wegen auf der Strecke bleibt, weil dann im Normalfall würdest du sonst die Strecke verlassen. Nehmen jetzt, glaube ich, die Hinter- oder die Vorderräder gehen, keine Ahnung. Das sieht man bei dem Spiel auch sehr schlecht. Vorder- oder Hinterräder, was bleibt wirklich stehen? Der Williams fällt mal davon, das sehe ich mit dem bloßen Auge. Boah, jetzt trägst du mich jetzt zu sehr raus. Schlecht. Boah, ein bisschen zu früh gebremst. 41-0. Oh, das könnte schon zu wenig sein. Oh, das könnte zu wenig. Ich könnte nur auf der 6, das ist noch langsamer. Oh, das ist zu schwach. Das könnte zu schwach sein, das könnte der Rausruf bedeuten. Ich will keine zweite Runde fahren. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich nehme dann lieber Position 11, 12, 13 in Kauf. Das ist auch so eine Sache, die so ein bisschen hemmt. Normalerweise. Sag mal so, man möchte so weit wie möglich nur skaten, wie es nur irgendwie geht. Aber schneller als Grosjean, das beruhigt mich schon mal. Aber auch schneller als Zürich, das beruhigt mich jetzt noch mehr. Das könnte reichen. Mit dieser Zeit. Aber das zeigt zum Beispiel auch im Qualifying fahren sie langsame Rundenzeiten als im Training. Warum? Warum? Das war sonst immer umgekehrt. Ich sag nur Ericsson, 40-8. Könnt ihr gerne noch mal im Trainingsbad reingucken, das war sehr komisch. Entweder wurde eine Zeit falsch gescriptet oder. Gut, das kann ich mir durchaus vorstellen. Hier wird ja viel falsch gescriptet vor Perez, okay. Damit sollten wir dann doch weiter sein. Und wir können das Thema dann weitermachen. Ein E der Ericsson, okay, der nimmt eine ganze Gruppe mit. Da ist selbst ein Kimi mit involviert gewesen, da ist ja noch ein. Ja, okay, da muss ich mich nicht wundern, warum der Kimi so langsam war. Meine Innenfahrt ist auch sehr langsam, aber ich möchte halt keine zusätzliche erhöhte Reifentemperatur haben, weil erhöhte Reifentemperatur bedeutet erhöhter Reifenverschleiß.
Ja, noch über 200 Folgen kennt man das Spiel mittlerweile schon fast in- und auswendig. Man kennt. Ja, ich bin so ein Typ, der einfach sehr schnell hinter so ein Programmcode hinterherkommt oder einfach die kleinen Feinheiten des Spiels kennenlernt. Das ist bei jedem Spiel mittlerweile. Oder wenn ich ein Spiel spiele, dann suche ich diese Feinheiten auch explizit raus. Sei es in Dirt Rally zum Beispiel auch, wo hat da wirklich die KI ihre Stärken, wo hat sie da wieder ihre Schwächen, wo verliert sie Zeit, wo verliert sie viel Zeit, wo kann ich viel aufholen, wo verliere ich weniger, welche Kurve ist schwieriger, welche andere Kurve ist nicht so schwierig, welche Strecke ist die KI besonders stärker, gibt es Feinheiten in Bezug auf den Setups, wie entwickelt sich der Reifenverschleiß, etc. Ja, ganz, ganz viel, wo ich mir dann echt einen Kopf drum mache. Es ist nur eine halbe Sekunde, ja, es geht auf. Aber guckt euch mal Bottas an, Alter, das sind 8 Zehntel. Wir sind das Beste vom Rest. Ja. Genauso wie momentan der dritte Platz gesucht wird in der. Wir sind schneller als Roma. Schön. Beste of the West in der wahren Saison hinter Mercedes und Ferrari, die sind ganz klein 1 und 2. Das wird ein spannender Kampf. Ich hoffe, deswegen zumindest der Kampf spannend wird um Platz 3. Das würde mich echt am meisten freuen. Ja, was würde ich mir wünschen, wenn Eckes die Formel 1 wirklich verkaufen würde? Beziehungsweise, wer würde denn der würdige Nachfolger sein? Jean Todt sich da ganz ehrlich gesagt nicht. Der tut für meinen Geschmack zu wenig. Was Born wäre auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Der hat auf jeden Fall das Fachwissen dafür. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch ein Flavio Briatore, den vergisst man mittlerweile so im Hintergrund. Der ist eigentlich nur durch diese Crashgate-Affäre in Singapur bekannt. Die Strafe ist mittlerweile eh schon rum. Das heißt, da können sie sich wieder aktiv bewerben. Die Formel 1 wieder einzusteigen. Aber momentan überhaupt kein Interesse. Und da fängt das Problem schon ganz einfach an. Wer soll der Nachfolger von Eckestein werden? Oder Eckestone werden? Das ist ja auch eine riesige Verantwortung, die wir zum Beispiel gar nicht übernehmen wollen. Mich da mit den Verhandlungen eingehen in Bezug auf Monster. Die mal auf der Kippe wieder stehen, dann mal wieder nicht. Also da weiß man selber nicht so ganz, wie die Reise hingehen soll in Monster. Was wünsche ich mir von ihm? Ich wünsche mir einfach mal von ihm, dass er mal jetzt mal sein Gehirn einschaltet und am besten gleich in Rente geht. Das wünsche ich mir echt am liebsten von ihm, weil er kommt mittlerweile auf abstruse Ideen, wie zum Beispiel Qualifying. Das ist immer wieder das berühmte Thema hier. Q3, der auf 10 geht, soll auf der Pole Position gehen und der ist schwachsinnig. Ja, das wird dann ein Q3 ein Let's Schnarchen, ein Let's Schnecken fahren. Ja, wer fährt die langsamste Rundenzeit, beziehungsweise die würden gar keine Rundenzeit fahren. Ja, vielleicht wird das Q2 nochmal spannend machen in Bezug auf, na, wer kommt gerade so weiter und wer nicht. Könnte man sich sparen, also man könnte sich, also wenn man wirklich auf so eine Idee rauskommt, wie das der 10. Weg von Einstein, sondern dann umgekehrt. Dass man quasi belohnt wird, dass man auf dem Schleudersitz sitzt, ja. Ist wieder nur künstliche Spannung, auf die viele Fans auf jeden Fall nicht stehen. Und ich auch nicht. In der, ich glaube, WRC ist es sogar üblich, dass im zweiten Rennen die ersten 8 getauscht werden. Ist auch in dem Bezug nur künstliche Spannung. Und warum nur die ersten 8? Der kann das gesamte Fahrerfeld auch einmal umdrehen. Das habe ich früher im F1 1999 Spielgang gemacht. Da habe ich es gerne gemacht. Da konnte man nämlich die Qualifikation noch selber ausschalten. Wer das mal sehen möchte, im 4000 Abonnenten Special habe ich das mal so ein bisschen gezeigt. Muss schon wieder bei 6000 Abonnenten Special machen, fällt mir mal gerade so nebenbei ein. Da habe ich es gemacht. Sehr gerne auch sogar, weil es einfach nur lustig war. Da war es einfach nur lustig, aber in Spielen ist sowas lustig. In Spielen kann man sowas wirklich so gerne machen. Also eine Last of First, der Beste startet von da hinten und dann so weiter. Da müssen sie durch das gesamte Feld arbeiten. Dann ist es lustig. Noch 5 Minuten in dieser Session. Dann ist es lustig, aber in echt möchte ich das zum Beispiel nicht sehen, dass zum Beispiel Hamilton von 22 startet, ein Rosberg von 21, ein Vettel von 20, ein Raikkonen von 19. Gut, auf der anderen Seite, wer kommt da am besten durch das Feld und wie lange halten sich die Manos da vorne? Das ist dann auch immer mal sehr interessant. Es wäre vielleicht mal interessant, das nur einmal zu sehen, ja. Es ist dann quasi auch mal einmal und nie wieder. Auf jeden Fall wäre es unterhaltsam für die Zuschauer auf der einen Seite, es wäre aber auch nicht mehr der Motorsport, es ist dann nicht mehr die Leidenschaft, warum man dann den Motorsport gucken würde.
Das ist das Kernproblem. Das ist momentan noch das Kernproblem. Weswegen ich zum Beispiel auch mir dieses Qualifying-Format einfach nicht geben möchte. Aus dem ganz einfachen Grund. Man hat angesprochen, dass es jedes Mal ein Kampf sein wird in diesen 90 Sekunden. Aber es kann kein wirklicher Kampf sein, wenn sie in der Boxengasse stehen und sie genau wissen, in 90 Sekunden bin ich eh raus. Dann fahren sie natürlich nicht mehr raus. Deswegen in Bahrain wird es genauso sein wie in Australien. Obwohl, ich könnte mal kurz so die Reifensituation ansprechen in Bahrain. Die sind ja bekannt geworden und Mercedes und Ferrari und auch Williams, die fahren da echt andere Strategien in Bezug auf den Reifen. In Bezug auf den Medium-Reifen. Zum Beispiel Hamilton und Rosberg haben für das gesamte Rennwochenende nur ein Medium-Reifen, während Ferrari und Williams auf drei Medium-Reifen gesetzt hat. Also die Reifenwahl ist interessant, also da sieht man schon kleine Unterschiede. Aus drei war das jetzt nicht ganz so großartig, da hat man es jetzt nicht wirklich so gemerkt, aber in Bahrain aufgrund der Hitze haben wir einen höheren Reifenverschleiß. Der Asphalt ist auch ein bisschen rauer als in Australien. Da könnte das natürlich auch eine Rolle spielen, dass wirklich Mercedes nur mit einem Medium-Reifensatz fährt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt in 2015 für Reifensätze gefahren worden sind. Zwei Stops rechnet mit Pirelli, das ist die schnellste Strategie. Vielleicht fährt Mercedes auch drei Stops, das müssen wir mal abwarten. Beziehungsweise ihr habt es schon gesehen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass sie auch drei Stops fahren. Aber zwei Stops ist da eigentlich üblich. Da könnte vielleicht ein Medium-Reifensatz fehlen, oder? Die sind so schlau gewesen und haben gesagt, okay, wir fahren einmal Medium, einmal Soft und einmal Superstop, dass sie wirklich alle drei Mischungen fahren. Oder zweimal Superstop und einmal Medium. Also taktische Spielchen sind da auf jeden Fall mehr vorhanden, aber was ist wirklich der schnellste Weg? Das ist halt das Wichtigste. Also ich hätte auch eher also wenn ich jetzt zum Beispiel aussuchen müsste für Bahrain, ich würde... Ne, wir machen mal ein anderes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Reifensätze davon auswählen. 16, glaube ich. 16 Reifensätze sind es, glaube ich. Wir können es aber für Russland spielen. Wir gehen mal von Russland aus. Das sind Ultra Soft, Soft und Soft. Das muss ich darüber nachdenken. Auf jeden Fall, ich würde es, glaube ich, ich würde sieben Ultra Soft mitnehmen. Noch 2 Minuten in dieser Session. 7 Ultra Soft, 1 Soft. Sind 8 und ich glaube dann noch, wie viel bleiben dann noch übrig und der Rest dann auf jeden Fall Soft. Ich glaube, das würden auch die meisten nehmen, weil sie genau wissen, dass der Reifenverschleiß so extrem gering. Man hat es ja gesehen, 2000 und war es die 2014 war es, oder war es die 2015? Ja, die Zeit vergeht, ne? 2014 war es mit Russland, das Russland-Manöver von Nico Rosberg. Da ist er mit einem Reifen tatsächlich das komplette Rennen gefahren. Deswegen denke ich mal, dass da, ich glaube, die Teams jetzt sich einig sind. Das sehen wir hier nur ein Soft. Also da sehe ich keine großen Änderungen oder keine großen Schwankungen in Bezug auf der Reifenwahl. In Malaysia zum Beispiel, da werden wir die Soft, Medium, Hard sehen. Da könnte es einen Unterschied geben. Ein größerer Unterschied jetzt als, größerer Unterschied als zum Beispiel in Bahrain oder Australien oder Monaco. Weil gehört der Reifenverschleiß auf der Strecke bekannt ist, umso mehr Unterschiede werden wir sehen, weil weiche Reifenmischung bedeutet halt immer schneller sein, aber natürlich halten sie auch nicht so lange. Und das ist dann immer, gerade bei höheren Reifenverschleiß, immer so ein Problem. Das haben wir auch hier gesehen, der Red Bull kommt auf Strecken, wo der Reifenverschleiß deutlich höher ist, hat er eine bessere Chance zum Beispiel gegen die Force India und auch gegen die Lotus zu bestehen. Oder auch gegen die Williams zu bestehen, wo sie dann wirklich auf einer Höhe fahren mit Boxen, mit den Boxstops, ist der Red Bull dann doch hier unterlegen gewesen. So kann man das vielleicht auch ein bisschen in der Realität sehen. Welche Strecken müsstest du? Die habe ich schon. Wortokonzern habe ich eigentlich auch. Kann er wirklich einführen. Exxon könnte eigentlich alles einführen. Man hat es zum Beispiel beim Qualifying-Format gesehen, dass da die FIA reicht. Exxon muss eigentlich nur ein Veto geben für das, was er nicht will. Und dann wird es nicht umgesetzt. Also der hat in der Bezug viel, viel Macht. Okay, und Kimi hat es dann doch nochmal geschafft und Grosjean ist ausgeschieden. Wer enttäuscht von diesem Resultat sein? Er schafft den Sprung ins Q3 nicht und hat früher Feierabend als geplant. Ja, der arme Button. Der arme Button und der arme Grosjean. 1:41,5 war die Zeit, die man fahren musste. Ja, Position 8 ist man ausgeschrieben. Das Ziel Grosjean 11, Verstappen 12, Ericsson 13, Sainz 14 und Button auf der 15. Und wenn jetzt jeder meint hier, warum ziehe ich diesen Part wieder so künstlich in die Länge? Los. Die hier
das Let's Play schon verfolgt haben, wenn einmal gemerkt haben, okay, ich habe hier vorgespult, ich erwähne es nochmal. Und dann haben wir so einen Simulationsbug. Ich weiß nicht, ob der behoben ist, deswegen ist der Qualifying-Part auch sehr lang. Aber, das... Ich hab euch die ganze Zeit jetzt so diesen Zeitmonitor gezeigt. Ich bin nur so depp, ey. Naja, dafür habe ich aber euch erzählt, ihr könntet das nebenbei laufen lassen. Konntet nebenbei so ein bisschen lauschen. Hat so ein bisschen was von einem Podcast. Apropos Podcast, könnte man sich auch mal überlegen, ob wir vielleicht so ein kleines Podcast machen. Podcast über die Formel 1. Was ist eigentlich ein Podcast? Wenn jetzt wahrscheinlich, man redet über ein Thema mit mehreren Leuten und da könnte man ruhig diskutieren. Ich weiß aber nicht, wie sehr jetzt mal das Interesse auf so einen Podcast einfach mal besteht. Man könnte es mal wirklich so machen. Das ist kein großes Problem. Da kann man wirklich... Das kann man auch in Form zum Beispiel von, mit Abonnenten machen. Also man kann sich zum Beispiel Stammzuschauer, die werden da sehr eingeladen. Crafting-Expert zum Beispiel hat ein sehr gutes Mikro. Er wird sich auf jeden Fall dazu anbieten. Oder auch René zum Beispiel, hier Back of the Future, Funky sowieso. Da kann man zum Beispiel eine kleine Diskussionsrunde führen. Zum Beispiel, oder auch vielleicht ein älterer. Da könnte man mal einfach mal diskutieren, so eine kleine, ja, einfach mal diskutieren über die aktuelle Formel 1, was sich so jeder wünscht, wo sind unsere, ja, was wollen wir gerne sehen, was wollen wir weniger sehen. Da würden sich auf jeden Fall, das würde ich gerne mit Abonnenten dabei mehr machen. Also, das bedeutet, ihr müsst jetzt Interesse haben. Also man kann da quasi auch mal einfach mal mitwirken. Jetzt fällt mir das mal gerade so ein, man könnte aber echt mal darüber diskutieren. Da müsste man halt nur einen gemeinsamen Termin dann halt auch mal ausmachen. Das könnte man dann einfach mal via Steam hauptsächlich, via Steam oder per Skype oder YouTube. Also Steam ist mir da echt am liebsten mittlerweile. So, genug geschwafelt. Jetzt geht es hier darum, eine akzeptable Runde hinzuknallen. Ricciardo werde ich nicht schlagen können. Akzeptable Runde in dem Sinne, dass das reicht für Position 8. Und der Sektor war schon mal mau, 26,5 und der Mittelteil hier sieht auch nicht unbedingt besser aus. Und dann kommt halt das Rennen. Die Reifen sind doch gar nicht auf Temperatur irgendwie. Oh, da hätte das Spiel schon sagen können, bei Schrecken, das war schon neben der Strecke. Die Bremsen sind auch nicht so ganz auf Betriebstemperatur. 41,0 ist aber eine gute Sektorzeit. Hier schön raus beschleunigen. Voll bin ich da im sechsten geblieben. Jetzt habe ich nochmal den vierten Gang ausprobiert. Schaltepunkt verpasst. ...41,2 sollte eigentlich reichen für Perez. Massa 40,1. Ja, super. Hülkenberg ist langsamer. Jetzt warte ich noch auf Perez. Und sonst weiß ich so nur noch am Limit. Bottas. Ist sogar langsamer, kann ich eigentlich schon abbrechen. Scartus Perez ist vor mir. Scheiße, ich müsste eigentlich noch Gas geben. Perez ist schneller gefahren als ich. Auf einmal fährt er schneller. Gut, das ist eigentlich viel zu spät, was ich jetzt gemacht habe. Ja, und die Runde ist eigentlich im Arsch. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Reifen sind gar nicht auf Temperatur gekommen. Ist die Runde irgendwie... War die zu verhalten, die Outlap? Könnte durchaus sein. Man muss sie wirklich schon am Limit fahren. Das ist echt so. Also wenn du da eigentlich schon einen vorbeilässt, dann ist das eigentlich schon Geschichte. Weil im Rennen fährt man ja auch die Reifen sehr am Limit. So, jetzt werde ich momentan auf meine
angestrebte Position. Mein Ziel war eigentlich auf Position 8, aber wir werden auf 9 runterrutschen. Weil Perez ist schneller gefahren als ich. Ich gebe nur ein paar Tausendstel, da würde mich ja echt sagen, Arschkarte gezogen. Doch, 9. Jawohl. Und mit 9 habe ich auch gesagt, kann ich auch leben. 8, 9 oder 10, mit den Positionen kann ich leben. Und ja, das ist der Fall. Und gerade setzt der Autopilot überhaupt nochmal an. Also ich hoffe dann, damit ist die Frage von Rüdiger Grube so wirklich beantwortet. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass er wirklich die Formel 1 verkaufen sollte. A, zu welchem Preis? Und B, wer soll das kaufen? Ja, das ist dann die nächste Frage. Welcher Privatmensch hat so viel Geld, ja? Vielleicht Mark Zuckerberg, ja? Oder Bill Gates, oder was weiß ich da für Namen, die mir jetzt gerade spontan einfüllen. Ja, die hätten vielleicht die Milliarden auf dem Konto und die könnten sich's leisten. Aber hey, die haben ja alle kein Interesse an der Formel 1. Deswegen, das ist dann die nächste Frage. Dann bleibt nur eine Firma übrig und die Firma ist auch nur gewinnorientiert. Wie eigentlich jeder. Und das ist das nächste Problem. Jeder ist gewinnorientiert. Wenn er dann so eine Klasse zum Beispiel aufkaufen sollte. Oh, doch schon die 10. schneller, okay. Wie verliere ich im letzten Sektor oder im Mittelteil? Okay, Hülkenberg ist dann schon ein bisschen weiter weg. Ah, interessant. Jetzt sind wir mal hier auch, wenn die mal reingeschoben werden. Schön, Hamilton. Schön bist du reingeschoben. Ja, und Rosberg ist dann das letzte Auto in dieser Last-to-First-Zone. Ich habe auch nochmal die Umfrage gestellt, mit DRS oder ohne DRS überholen. Das war auch eindeutig, dass ich mit DRS überholen soll. Es kommen immer noch ein paar Vorschläge in Bezug auf den Benzin. Ist nett gemeint. Ferrari auch gerade reingeschoben, okay. Ist nett gemeint. So nochmal so ein Benzin-Vorschlag. Einer hat geschrieben, dass ich nur fett und mager fahren sollte. Dann würde ich das zum Beispiel hochrechnen nach der ersten Runde. Das heißt, die erste Runde würde ich komplett auf Fett fahren. Ich würde dann hochrechnen. Spontan würde ich sofort hochrechnen, wie viel Runden kann ich auf Fett fahren, wie viel muss ich auf mager fahren, ja. Weil du kannst es ja hochrechnen. Wenn du jetzt zum Beispiel 28 Runden fährst, du hast, man sagt immer ungefähr, pro Abschnitt, also von mager auf fett sind ca. 0,8 Unterschied. Und das kannst du dann hochrechnen, 0,8. Das rechnest du dann hoch, zum Beispiel, wenn du weißt, du verbrauchst auf fett 0,8, mehr als auf mager. Dazwischen ist liegt 0,4, so ungefähr ist das hier in dem Spiel, das lernt man auch irgendwann. Und dann kannst du ungefähr ausrechnen, wie viel Unfall muss ich auf, kann ich auf Fett fahren, wie viel Grund kann ich auf Mager fahren. Spontan würde ich jetzt ungefähr sagen, 3/4. Obwohl, das ist gar nicht so einfach, gerade hochzurechnen. Ja, weil es kommt auf den Standardwert an. Wie viel verbrauche ich wirklich auf Fett mehr? Wenn es 0,3 sind, was ich mehr verbrauche, spare ich 0,5 auf Mager. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich müsste mehr auf Fett fahren als auf Mager. Weil es ist nicht im Gleichgewicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Fett 0,4 verbrauche und auf Mager auch 0,4 einspare, wäre es plus minus 0. Sprich, bei 28 Runden würde ich 14 Runden auf Fett fahren, 14 Runden auf Mager, hätte ich plus minus 0 am Ende. Ja, wenn ich zum Beispiel 0,5 standardmäßig mehr verbrauche auf Fett und auf Mager spare ich 0,3, was nicht der Fall sein wird, weil es eigentlich noch nie der Fall war, dann würde ich weniger Runden auf Fett fahren, aber mehr Runden auf Mager, damit es irgendwo wieder ausgleicht. Also das rechnet man dann irgendwann hoch. Das könnte man dann theoretisch könnte man das dann schon im Training testen. Was ist dein Spritverbrauch? Schieß mich tot. Und dann weißt du auf Standard, okay, du verbrauchst so und so viel. Du hast da so und so viel verbraucht im Training, so und so viel verbrauchst du auf Scanner und dann kannst du hochrechnen, so viel verbrauche ich. So viel verbrauche ich auf Fett, so viel verbrauche ich auf Mager. Das sind einfach nur Zahlenspielchen, die man dann irgendwann raus hat. Und das rechnet man sich dann innerhalb der ersten 3 Runden dann hoch. Oh, und dann hat sich die Sache. Pflichtboxenstops, auf die Idee kam irgendwie keiner. Da bin ich jetzt mal spontan drauf gekommen, in der DTM jetzt einfach mal Pflichtboxenstops herrschen. Ja, will keiner von euch sehen, weiß ich. Ist mir jetzt mal gerade so neu als Idee aufgekommen.
Das habe ich jetzt, glaube ich, keinen Kommentar, glaube ich, vergessen, wo nochmal eine gute Idee dabei war. Die DRS-Idee fand ich eigentlich am besten. Ich habe da nochmal die Idee geworfen mit der ersten Runde, die wurde aber von den meisten verworfen. Nachkommentieren ist auch verworfen, das haben die meisten von euch auch gegeben. Euch ist lieber Live-Community eines normalen Let's Play-Formats und nicht eine reine, so ähnlich aufgebaut wie eine TV-Kamera. Also, dass man wirklich da mehr Schneidarbeit dahinter ist, dass man wirklich die besten Szenen raus hat. Ihr wollt wirklich von A bis zum Z das komplette Rennen sehen, wie ich überhole, wie ich ansetze, wie meine Strategie ist, was für Gedankengänge, glaube ich. Ich glaube, die Gedankengänge, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, meine Gedankengänge während eines Rennens, die zu vermitteln. Ich glaube, das macht so ein bisschen das Let's Play auch aus. Meine Gedankengänge, okay, warum mache ich jetzt diese, warum mache ich jetzt das? Das finde ich gerade bei Strategiespielen sehr wichtig, dass man so ein bisschen erzählt, gerade bei Strategiespielen, da ist mein Fokus auch drauf, dass man einfach laut nachdenkt, damit so ein bisschen auch der Zuschauer sagt, okay, das macht er genau deswegen, ja, zum Beispiel, warum fahre ich einen kürzeren Stint auf dem Prime, warum fahre ich zu dem Zeitpunkt in die Boxengasse, ja, warum, ich glaube, das ist immer das Interessante für einen selber, das ist eigentlich das, wo man eigentlich am meisten lernen kann, Strategie, strategietechnisch kann man, glaube ich, von mir noch viel, viel lernen. Warum macht man das so? Warum fährst du jetzt in dem Augenblick auf Fett? Warum dann auf Mager? Warum ziehe ich eigentlich immer die Primes am Ende erst auf? Oder warum zum Beispiel bei Ungarn? Warum habe ich die Primes auf einmal draufgezogen am Anfang? Weil ich genau weiß, ich habe freie Fahrt. Und ich konnte so nur gewinnen. Da helfen ganz besonders Strategiespiele extrem weiter, um sich da einfach mal so ein bisschen mehr in die Materie einzuversetzen, auch so in so einem Rennverlauf, den Überblick zu behalten. Das sind so die paar Sachen, die man eigentlich nur euch jetzt ganz kurz ans Herz legen kann, denn das Qualifying ist hiermit vorbei. Natürlich sind wir enttäuscht in Austin, hallo? War ich eigentlich schon mal zufrieden mit dem Ergebnis nach dem Muster? Nee, glaube nicht. Ich glaube nicht. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Definitiv ein großartiges Ergebnis für das Team. Wenn morgen alles nach Plan verläuft, kann es sein, dass einer der beiden das Rennen gewinnt. Aber natürlich werden die anderen Fahrer da ein Wörtchen mitreden wollen. Ja, ein paar andere Fahrer. Das heißt Vettel und Raikkonen und der Rest nicht. Hamilton von der Pole Position von Rosberg, Vettel, Raikkonen. Bottas, Massa, Ricciardo, Standardpaket. Dann Paris, nicht unbedingt Standardpaket und wir auf der 9. Ziel im Rennen ist auf jeden Fall Position 8. Ich möchte mich nach vorne steigern. Quert lauert noch von hinten, aber vielleicht kommt der auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch weitere Themenvorschläge gerne gesehen. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.